Basiskurs Optionsstrategie. 63 Videos rund um den Optionshandel. Für 5 Euro exklusiv und nur online verfügbar. Komm in mein Team und werde ein erfolgreicher Optionsstratege. Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es ums Geld. Und zwar geht es heute um Euros und Dollar und wie man in der TWS das eine in das andere umtauschen kann. Eine Frage, die ich nahezu wöchentlich mindestens einmal per E-Mail bekomme, ist die Frage, zeig doch mal bitte, wie kann man denn in der TWS Euros in Dollar oder Dollars in Euro umtauschen? Und damit ich nicht immer da was zurückschreiben muss, oder besser gesagt mein Backoffice, ne, die fleißigen Jungs und Mädels, die hier das Ganze für mich managen, machen wir jetzt mal ein Video dazu, damit jeder mal nachschauen kann, wie das geht. Also, ich habe es extra noch mal ein bisschen aufgeschrieben und will euch da auch ein paar Bilder mit zeigen. Überlegen wir mal, warum könnte es denn überhaupt Sinn machen, dass man Währungen umtauscht? Ihr wisst ja, wenn ihr die TWS habt, das heißt, ihr seid bei einem der großen Broker, die die TWS anbieten, also zum Beispiel jetzt Links Broker, CapTrader oder direkt bei der Mutter, bei Interactive Brokers. Wenn ihr da seid, dann habt ihr ja die TWS und ihr könnt euer Konto in verschiedenen Währungen führen. Also in Euro, in Dollar, im britischen Pfund, in Schweizer Franken, in japanischen Yen. Das sind so die Hauptwährungen, wo ihr euer Konto führen könnt. Und ich persönlich würde euch immer empfehlen, führt das Konto in der Währung, wo ihr auch eure Steuern bezahlt. Warum? Ganz einfach, weil dann rechnet das der Broker für euch schon direkt aus. Das heißt, ihr könnt eure Kontoauszüge in eurer jeweiligen Landeswährung ziehen und könnt eben dann am Ende, habt ihr alles gleich direkt umgerechnet. Wenn ihr jetzt sagt, ich glaube, dass der Dollar besser ist, ne, dann ist es trotzdem gut, in Euro das Konto zu führen und dann lieber Geld umzutauschen, weil sonst müsstet ihr jedes Einzelne dann immer in Dollar umrechnen, was natürlich umständlich und auch ein bisschen aufwendig ist für die Steuer. Und naja, also deswegen führt es lieber in dieser Basiswährung, wo ihr da eure Steuern bezahlt. Ne? Also für die meisten wird das halt der Euro oder eben der Schweizer Franken sein. So, es sei denn, wir haben auch Zuschauer aus Japan, falls so ist. Dann führt es in japanischen Yen. Also, jetzt kann es aber natürlich sein, stellt euch vor, ihr habt ein Konto, das führt ihr in Euro und ihr verkauft Optionen, US-Dollar-Optionen, ne? Also amerikanische Optionen auf amerikanische Aktien oder auf amerikanische Futures, die also auf Dollar lauten. Und dann passiert es euch, dann bekommt ihr Dollar in das Konto eingebucht. Oder wenn wir zum Beispiel Nikkei-Optionen verkaufen, die verkaufen wir in Osaka, dann bekommen wir immer Geld, japanischen Yen ins Konto getauscht. Ne? Und so kann es passieren, dass du im Laufe der Zeit verschiedene Währungen in dem Konto hast. Und jetzt kannst du dir ja sagen, ich möchte das aber alles wieder auf eine Währung bringen. Und wie gehst du da vor? Als erstes musst du mal das Kontofenster aufmachen. Ne? Hier ein kleines ein Bild dazu. Also, du musst einfach das Kontofenster öffnen. Ich habe dir jetzt mal alles, was nicht wichtig ist, weggemacht und du siehst jetzt hier nur, da gibt es diesen Unterpunkt Marktwert und da, wenn du dir das in Deutsch einstellst, realer FX-Saldo. Und hier siehst du jetzt, dass du eben, in dem Fall ist es jetzt hier Euro und Dollar, weil in diesem Konto sind keine anderen Währungen drauf, so ein kleines Konto. Und jetzt siehst du hier aber eine Fremdwährung. Ne? Und jetzt machst du Folgendes, du gehst mit der rechten Maustaste, gehst du auf diese Fremdwährung drauf, also klickst einfach drauf mit der rechten Maustaste. Da öffnet sich jetzt ein Feld, siehst du jetzt wieder hier ein Bild und da steht dann entweder Devisenposition schließen oder aber alle Salden in anderen Währungen als der Basiswährung auflösen. Das heißt, in dem Fall ist das jetzt egal. Wenn du aber jetzt mehrere Währungen hast, zum Beispiel du hast noch japanische Yen oder von mir aus kanadische Dollar oder sonst irgendwas, dann kannst du dir das heraussuchen und sagen, ich möchte alle schließen oder ich möchte nur eine schließen. So, wenn du das gemacht hast, einfach da draufklicken, rechte Maustaste und dann wird die Order übernommen in die TWS. Ne? Siehst du hier jetzt wieder im Bild, so sieht die Order dann aus und dann führst du das Ganze einfach aus und dann wird das gemacht. Kann sein, je nachdem wie du deine TWS eingestellt hast, dass da nochmal so ein Zwischenfenster kommt, aber das ist der einfachste Weg, wenn du Fremdwährungsbestandteile hast und willst die wieder in deine Basiswährung umtauschen. So. Jetzt kann es natürlich aber auch sein, dass du sagst, nee, ich will die gar nicht umtauschen, weil momentan denke ich zum Beispiel, dass der Dollar besser wäre als der Euro. Ne? Also wenn du dir jetzt mal hier einen längerfristigen Chart anschaust vom Euro-US-Dollar, dann siehst du ja, dass es in den letzten Jahren tendenziell besser gewesen wäre, Dollar auf dem Konto zu haben. Und
Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte von meinen Euros, die ich habe, möchte ich auch ein bisschen was in Dollar umtauschen, weil du zum Beispiel die Margin ja eh Dollar hinterlegen musst, möchtest keine Zinsen darauf zahlen, ne? Dann kannst du natürlich auch in der TWS sehr, sehr einfach Euros in Dollar umtauschen. Und das musst du folgendermaßen machen. Und zwar, du gibst ganz einfach ein das Symbol für Euro US-Dollar. Das ist ganz einfach, das siehst du hier wieder im Bild. Euro.US-Dollar, also EUR.US-Dollar. Gibst du einfach ein und dann erscheint dir sofort der quasi Währungskurs. Ne? Also es ist kein Future, sondern es ist wirklich die reine Währung, so wie sie gerade gehandelt wird. Ihr wisst, der Forex-Markt, hochliquide, da könnt ihr also extrem gut handeln, ganz, ganz enge Spreads, gerade in den Basiswährungen. Ne? Wenn ihr jetzt irgendwie, was weiß ich, neuseeländische Dollar gegen südafrikanischen Rand tauschen wollt, da kann schon die Spreads ein bisschen weiter sein, aber gerade so diese Basissachen Euro gegen US-Dollar, die sind während der normalen Handelszeiten mega liquide, also habt ihr überhaupt keine Probleme. So, wenn ihr das jetzt gemacht habt und ihr wollt beispielsweise Euros verkaufen, ne? Das heißt, ihr wollt Dollar haben, also müsst ihr Euros verkaufen, so, dann macht ihr eins, dann klickt ihr einfach auf den Geldkurs, also auf das Bid, ne? Einfach draufklicken. Dann macht sich eine Order auf, die seht ihr jetzt auch hier, so sieht diese Order dann in der TWS aus. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr zwei Dinge beachtet, nämlich, es gibt eine gewisse Grundeinstellung, die ist glaube ich immer 20.000 und je nachdem wie groß euer Konto ist, dann müsst ihr für euch jetzt entscheiden, wie viel wollt ihr denn jetzt umtauschen. Und deswegen, das steht dann unter Menge, habe ich euch hier auch mal gekennzeichnet und dort müsst ihr die Menge eintragen. Also ob ihr jetzt 20.000 nehmt oder 5.000 oder 3.000, ihr könnt da jede beliebige Menge machen, könnt das hier entsprechend umtauschen. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Und zwar, da gibt es einen Punkt, der heißt Routing-Ziel. Und dort, ich habe auch das euch wieder gekennzeichnet, müsst ihr eintragen FX-Conv. Also ihr habt da zwei verschiedene Auswahlfelder. Und so wie ihr es hier seht, FX-Con, das heißt FX-Convert, also Währungsumtausch. Weil wenn ihr das nicht macht, wenn ihr das andere macht, habt ihr eine Forex-Trading-Position. Ihr wollt aber einfach nur Geld tauschen. Ne? Also ganz wichtig. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass der eine oder andere hat dieses Routing-Ziel nicht drinstehen. In der Einstellung der TWS. Ne? Dann klickt einfach auf den Reiter ganz oben, geht auf Layout, sucht Routing-Ziel, übernehmt euch das mit und dann habt ihr Routing-Ziel mit drin. Weil wenn ihr das nicht habt, dann macht es euch immer eine Trading-Position auf und keinen Währungsumtausch. Und das ist ja nicht das, was ihr wollt. Ne? Ihr wollt ja wirklich Geld umtauschen. So. Und so könnt ihr ganz, ganz schnell jegliche Währung in eine andere umtauschen und könnt das entsprechend machen. Also müsst nur das Währungssymbol haben. Wenn ihr eben die Währung kaufen wollt, dann geht ihr eben ganz einfach auf den Bid aus, also auf den Auspreis. Und wenn ihr es verkaufen wollt, auf das Bid, also aufs Geld. Und dann macht ihr die Order, bestimmt die Menge und dann könnt ihr es losschicken, könnt ihr Market machen. Also gerade während der normalen Handelszeiten in den Basiswährungen gibt es da überhaupt kein Problem. Wer will, kann das auch mit einer Limit-Order machen. Kostet 1-2 Dollar und dann ist das Ganze durch. So, und so einfach kann man Währungen umtauschen. Das geht also wirklich sehr, sehr schnell. Und wenn ihr mal wieder überlegt, Mensch, wie war denn das, dann erinnert euch, da gibt es jetzt hier ein Video auf dem Kanal, geht einfach da drauf, schaut euch das an und sollte sich die TWS mal wieder ändern und es wird ein bisschen anders, dann machen wir ein neues Video dazu, aber so funktioniert es eigentlich schon sehr, sehr lang und da glaube ich auch nicht, dass sich da etwas ändert. Ich hoffe, dieses kleine Video hilft euch, speichert es also ab, verteilt es, bewertet es, wie auch immer. Gebt mir eure Meinung dazu und dann sehen wir uns wieder hier beim nächsten Video. Ich wünsche euch bis dahin, egal ob ihr in Euro handelt oder in Dollar oder in was weiß ich von der Währung, viel Erfolg. Wir sehen uns bis dahin. Servus, macht's gut. Bye, bye.